Also, der DSC verliert in Treptow 0-4. Jannik Hübner stellt sich trotzdem hier den 2-3 Fragen. Ja, Jannik, klares Ding am Ende vom Ergebnis. Woran lag es heute? Klares Ding vom Ergebnis. Generell muss man sagen, lag deutlich an der ersten Halbzeit. Wenn du da mit 3-0 in die Halbzeit gehst, solche Gegentore bekommst, beziehungsweise den Gegner halt da so einfach mit eigenen Fehlern zu Toren einlädst, gerade beim 2-0 und 3-0, ja, dann wird es halt schwer. Zweite Halbzeit war besser, aber auch da wieder das Gegentor im Endeffekt. Eigener Fehler, laden wir sie ein zum Tore schießen. Und ja, da kannst du am Ende kein Spiel gewinnen und verlierst halt so deutlich. In der Halbzeit gab es einen Torwartwechsel. Das war verletzungsbedingt, dass der Johnny als Neuzugang raus ist? Oder? Ja, genau, das war verletzungsbedingt. Probleme mit dem Sprunggelenk. Bei Markus das gleiche schon in der ersten Halbzeit. Natürlich alles ein bisschen, ja. Auch das, sage ich mal, ungünstig gelaufen, aber absolut irgendwie keine Ausrede oder so, wie das Spiel heute gelaufen ist. Dann haben wir jetzt zweimal klar verloren zum Saisonauftakt. Auftakt misslungen. Nächste Woche haben wir aber Heimspiel gegen Weißwasser. Was gibst du den Zuschauern des DSC mit auf den Weg, warum sie nächste Woche Sonntag ins Stadion kommen sollen? Und was gibt uns die Hoffnung, dass wir da den ersten Erfolg dann vielleicht einfahren? Ja, selbstverständlich sieht es, Stand jetzt, gerade auf dem Blatt Papier, nicht gut aus. Wir haben bisher in jedem Spiel, kann man sagen, eine Halbzeit gespielt, die nicht gut war. Dafür eine, die gegen Borea, sag ich mal, gut war. Heute war sie in Ordnung. Und ich weiß, dass die Truppe das kann und ich glaube auch weiterhin an die Truppe, dass wir gegen Weißwasser mit Sicherheit gewinnen können, dass wir da die bessere Mannschaft sind. Und das Ding ziehen, Grundding gilt es natürlich einfach, ja, keine bis wenig Gegentore bekommen, hinten sicher stehen, den Gegner nicht einladen und nach vorne hin mit mehr Selbstvertrauen und mutig agieren. Und dann, ja, bin ich mir sicher, können wir Weißwasser schlagen, werden wir Weißwasser schlagen, weil wir auf jeden Fall fußballerisch die bessere Mannschaft sind und zu Hause vor unseren Fans spielen. Und da wird sich jeder hoffentlich noch mal ein bisschen mehr reinhauen. Und dann gibt es ja den ersten Dreier der Saison. Dann wird es hoffentlich so kommen. Danke, dass du noch zu uns gekommen bist. Und ja, gute Heimreise. Bitte, bitte. Danke ebenso.